Guten Morgen, Mittag, Abend. Willkommen bei einem neuen Bitburger 0,0 Workout Video. Heute bei mir Frenchie, Markenbotschafterin von Bitburger und Hindernisläuferin. Wie immer, wir machen die Übungen 50 Sekunden heute, 10 Sekunden Pause, Full Body Workout. Wir fangen an auf die Knie. Ja. So, Knie vorne, Arme hoch und locker zurück, Oberkörper vorne. Wie immer, machen linke Bein vorne, dann rechte Bein vorne und dann kommt der Rest. Immer schön locker die Hüfte durchdrücken nach vorne, dass da ein bisschen Dehn ist. Oberkörper schön Richtung Boden. Dass die ganze Hüftmuskulatur sich mal ein bisschen ausdehnt. Schön warm wird. Alles nicht zu schnell. Es wird anstrengend heute, also bereite sich richtig vor. Sehr gut. Immer die Arme schön hoch, Finger durchstrecken und in 2, 1 und wechseln. So, nochmal das Gleiche. So, die erste Übung, immer eine gute Zeit, um mal zu schauen, ob links und rechts alles gleich ist. Sieht bei Frenchie, mach richtig die Arme hoch, schön durchstrecken, Fingerspitze mit. Sehr gut. So, ganz runter. Nimm die Fußspitzen ein bisschen mit hoch. Super. Hüfte immer mit vorne, mit hinten in 4, 3, 2, 1 und dann kommen wir in Unterarmsturz. Unterarme schön geradeaus, Fußspitze auf Boden und dann machen wir immer Bein anheben. Einmal hoch, einmal nach Seite. Sehr gut. Immer darauf achten, dass die Schultern schön angespannt sind und die Rücken schön flach. Nochmal weiter von den Beinübungen, die wir gemacht haben. Immer aus die Po richtig nutzen, Fußspitze immer angezogen, damit ein bisschen Spannung auf die Beine ist. Kopf ist immer schön eine gerade Linie. Sehr gut. Immer durchatmen. Das ist immer wichtig. Mein Opa macht jeden Tag 100 von diesen. Gut, also Wechsel nach der nächsten. Füße, beide Seiten von der Matte. Arme hoch, alle Gewichte auf die Ferse und runter. Hier nochmal die Fingerspitze schön durchstrecken. Hüfte immer strecken am Ende. Knie bleiben oben, die Füße. Gut. Wie immer, Arme schön hoch, Bauch schön flach und schön tief. Wir werden die ganze Muskulatur nutzen. Ein bisschen Beweglichkeit in die Hüfte. Jetzt ist die Herzfrequenz ein bisschen höher. Dann kommen wir bald bei den Sprüngen. In 4, 3, 2, 1. Gut. Fuß ein bisschen mehr zusammen. Hand auf die Hüfte. Ganz kleine Sprünge. Immer schön zügig hoch. In 2, 1, ab. Gut. Immer darauf achten. Fuß schön anspannen, wenn du hochkommst. Nicht zu lange Pause oben und unter. Wenn du dich gut fühlst heute, bisschen das Tempo hoch. Frenchie macht super. Geht's noch? Ja. Super. Immer das gleiche Tempo. Schön tief durchsacken mit die Hüfte.
4, 3, 2, 1. Gut. Eiskunstläufer. Steh auf dem Untergrund, der ein bisschen stabil ist. Hände immer auf Boden und fangen wir an. Ja. Und Beinwechsel. Hände auf Boden, Beinwechsel. Achte wieder drauf, Rücken schön flach, Knie schön durchstrecken. Gut, Knie darf ein bisschen weich sein immer. Sehr gut. Um es mehr anstrengend zu machen, kannst du noch ein Gewicht irgendwo dabei nehmen, eine Kaste Bitburger oder so. Gut. Du entscheidest selbst, wie schnell du alles machst. Wenn es sich gut fühlt, ein bisschen schneller. Immer bis zum Boden. Rücken schön flach. In 3, 2, 1. Gut. So gehen wir weiter mit Eisschnellläufer. Stell uns an eine Seite von die Matte, Hüfte ein bisschen tiefer und einen ganz leichten Sprung nach die andere Seite. Und zurück. Immer schön tief in die Hüfte. Gut. Wie tiefer du gehst, wie anstrengender es wird. So Frenchie, komm mal ganz tief. Super. Und nochmal. Gut. Immer neu. Ganz tief. Super. Kann die Arme ein bisschen mitnehmen noch. Sehr schön. Gut. Immer tief, immer achten auf die Hüfte. Noch 4, 3, 2, 1 und in Rückenlage. Unterarmstütz, Fußspitze angezogen, Ferse auf Boden, Hüfte hoch und immer Bein anheben in Wechsel. Hüfte bleibe hoch, weil du die Po anspannt. Bauchnabe rein und auch hier, du bestimmst das Tempo. Also du kannst schön schnell, tack, tack, tack oder ganz langsam. Immer dein eigenes Tempo bestimmen, das was für dir richtig ist. Sehr gut. Immer darauf achten, Hüfte schön hoch, Bauch schön flach. Kopf kann ein bisschen nach hinten mitkommen. Sehr gut. Immer die Fußspitze hoch. Immer Ferse auf Boden. Geht's noch, Frenchie? Ja. Gut. Noch 2, 1 und Pause. So, nächste Übung. Mache 4 Ups. Fange mit dem Oberkörper unter an der Matte an. Oberkörper, Unterkörper gleichzeitig hoch. Und da 2, 1 und ab. Immer Arme schön hoch, hinter die Kopf ablegen. Hände kommen an die Unterschenkel. Gut. Immer Arme, Beine gleichzeitig. Alles von der Mitte da. Schön anspannen. Komm, Frenchie, schaffst du. Hier brennt's, zu Hause wahrscheinlich auch. Muss noch ein bisschen durchziehen. Komm, zieh du. Nochmal hoch, komm. Sehr gut. Noch 3, 2, 1 und Unterarmstütz. Mach einen Unterarmstütz mit ein bisschen Scapula-Setting. Vorbereitung auf die letzte Übung. Arme vorne, da, Oberkörper durch die Schulter und wieder hoch. Runter, wieder hoch. Unterkörper schön flach. Bauchnabel rein, Po an. Komm, Frenchie. Noch 1 Minute, dann habe ich es wieder geschafft heute. Hier schön runter, runter, runter. Gut, und wieder hoch. Und runter, und wieder hoch. Runter, und wieder hoch. Sehr gut. Komm, Frenchie.
auch zu Hause, wenn du es schwer hast, durchziehen. Am Ende gibt es schöne Bitburger. Komm, French, ich schaff's dir noch. Wenn es richtig schwer wird, kannst du dich auf die Knie abstellen. Ist auch okay. Noch 4, 3, 2, 1 und Pause. Gut. Ready for the last one? Ja. Ja? Liegestütze. Für die, die richtig Bock drauf haben, können wir ein bisschen einarmig machen. Für alle anderen ganz normal. Wenn es zu schwer ist, auf die Knie. Ja? So. Hand unter die Schulter. Füße ein bisschen breiter. In 2, 1 und ab. Pack, tack, pack, tack, tack. Wie gesagt, wenn man ein bisschen mehr einarmig arbeiten will, ein Arm schön nach außen, ein Arm da unter, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch. Anderer Arm. Jeden Morgen macht mein Opa in Holland hier von 100. Gut, wie gesagt, wenn es zu schwer wird, geht es immer noch um Technik, auf die Knie. Frenchie schafft das bis zum Ende heute. Ganz runter und hoch, sehr gut. Noch 4, 3, 2, 1 und fertig. Super, Frenchie. Zu Hause auch gut gemacht, bis der nächste. Tschüss.